Okay, es wird gleich ein bisschen interaktiv. Ich habe keine Ahnung, wie üblich. Also, ich habe die Leonie vor ein paar Wochen kennengelernt. Sie steht übrigens dort. Noch nicht applaudieren. Und wir kriegen raus, dass wir irgendwie so gemeinsame Bubbles haben oder so überschneidende, so Bubble-Überschneidungen und so. Und deswegen ist sie heute hier. Sie kommt aus der Welt des Impro-Theaters. Und da geht es ganz viel darum, Dinge auszuprobieren, mal zu scheitern und daraus was Neues zu machen und daraus aus Scheitern Möglichkeiten zu finden und improvisieren und Dinge neu zu machen. Genau auch das, was ich jetzt gerade mache. Ich improvisiere einfach ein bisschen rum. Ich glaube, sie ist die Einzige auf der GPN tatsächlich, die einen Vortrag macht ohne Rechner, sondern nur mit dem Ding hier. Deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen anders, das Videobild, damit ihr sehen könnt, was sie gleich malt und schreibt. Und, bitte? Falls du was malst. Ja, ansonsten wird sie erzählen und irgendwie Dinge tun und über ihre Erfahrungen sprechen. Also, bitte, Leonie, komm auf die Bühne. So, das ist, ich hoffe, das ist nicht grenzüberschreitend, was ich jetzt sage. Sie ist seit kurz vor 8 hier. Stimmt, stimmt. Sie ist das erste Mal auf einer Chaos-Veranstaltung, hat einen Vortrag eingereicht, ohne Laptop, und hat sich als Troll eingetragen und macht morgen 3 oder 4 Heralding-Schichten. Also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so krass in das Wasser hier gesprungen ist und einfach so Vollgas mitmacht. Nochmal danke an dich, dass du das tust. Danke, danke. So, habt Spaß, lasst uns überraschen. Die Bühne ist deine. Danke, liebe Sarah. Ja, ist auch schön, dass ihr noch alle sitzen geblieben seid, obwohl sie Dinge gesagt hat wie kein Laptop, keine Präsentation und Impro-Theater. Wer weiß, was gleich passiert. Aber erstmal auch von mir. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Volles Haus. Hätte ich nicht gedacht um die Uhrzeit, aber ihr seid was Besonderes. Aber erstmal zu mir. Hallo, ich bin die Leonie und ich habe Angst zu verkacken. Ich habe euch nicht gehört. Darf ich das nochmal, damit ich weiß, dass ihr noch da seid? Hallo, ich bin die Leonie und ich habe Angst zu verkacken. Danke, jetzt fühle ich mich richtig wohl. Ich habe es zu Sarah auch vorhin schon gesagt, hier ist alles so bunt und chaotisch. Ich glaube, hier bin ich zu Hause. Ja, ich habe mich entschieden, heute hier zu sein und dafür musste ich Nein sagen zu manchen Dingen und habe es vielleicht verkackt, beruflich, privat, auf jeden Fall privat. Ich könnte nämlich jetzt eigentlich ein Date haben und habe gesagt, du, sorry, ich muss da so auf so eine Bühne und ein bisschen verkacken, also wenigstens drüber sprechen. Vielleicht habe ich Glück und ich sehe ihn nochmal, ansonsten, naja. Gesellschaftlich habe ich wahrscheinlich auch verkackt, 35, nicht verheiratet, keine Kinder. Leonie, was machst du bloß? Ja, ganz genau, Mitleidsseufzer von hier vorne, vielen Dank. Aber das macht nichts, weil ich habe eine Vision. Warum bin ich heute hier? Ich möchte euch mein Mindset ein bisschen zur Verfügung stellen und zeigen, was man alles machen kann, wenn man einfach mal verkackt. Es könnte ja klappen. Scheiter, heiter, sage ich auch gerne. Und ich möchte, dass die Menschen gesehen, gehört und verstanden werden. Weil ihr alle, die ihr hier seid, ihr habt eine Vision, ihr habt ein Thema, ihr wollt auch mal auf irgendeine Bühne. Muss ja nicht die sein, kann auch eine andere sein. Und dabei kann ich euch helfen. Ich möchte, und da glaube ich, ist die GPN der richtige Ort dafür, um damit anzufangen, dass die Gemeinschaft wertschätzend und voller Liebe miteinander interagiert. Wir tun irgendwas in dem Pool, was du kannst, was du kannst, was du kannst. Und dann darf man sich einfach was rausnehmen. Wäre das nicht schön? Hey, wäre das nicht schön, wenn wir alle unsere Talente und Gaben in einem Pool tun und jeder kann sich was rausnehmen? Es ist für alle was gesorgt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir üben das, ist gar kein Problem. Ihr kennt mich ein bisschen, ich möchte euch noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar, wer hat schon mal so richtig verkackt?
Wer bedauert das heute noch? Wer würde das nie zugeben? Wer meldet sich nie, egal was ich sage? Auch sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ich brauche auch Unterstützung, weil mein Motto ist Scheiter, heiter, weiter. Dazu brauche ich Unterstützung. Und zwar jemand von hier vorne, Freiwillige First. Ich nehme einfach mal dich. Wie heißt du? Stefan. Und jemand von da hinten? Vielleicht eine Dame von da hinten? Aus diesem Block? Du. Wie heißt du? Diana. Diana. Und zwar, liebe Gruppe, wir üben das gleich. Stefan, Diana, könnt ihr das mal sagen? Richtig. Wenn ihr den Impuls habt, wow, ich habe irgendwas kapiert oder da ist gerade ein Fehler passiert oder einfach so, dann ruft ihr Stefan, Diana, dann springt ihr auf und ruft jetzt alle und dann ruft ihr alle Scheiter, heiter, weiter. Das üben wir jetzt. Ich habe gesagt, das wird interaktiv, weil ich muss ja wissen, dass ihr da seid. Also Stefan, Diana, aufspringen, aufspringen. Scheiter. Nein, ihr ruft jetzt alle, ihr ruft jetzt alle, Ihr beide ruft jetzt alle. Jetzt alle. Und dann rufen alle. Weiter. Das probieren wir nochmal. Wieder hinsetzen. Nur ihr beide springt auf. Danke. Wir üben das nochmal. Stefan, Diana. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mit euch kann man arbeiten. Das ist hervorragend. Habt ihr schon ein bisschen Spaß? Okay, falls ich irgendwelche Fehler mache, zum Beispiel zu schnell reden, Rechtschreibung, ich habe ein bisschen LRS, das werdet ihr auch gleich sehen. Oder sonst irgendwas, oder jemand ermutigen wollt und anfeuern, dann ruft ihr Stefan, Diana! Jetzt alle! Ganz genau, bis ich hier fertig bin, habt ihr das sowas von drauf. Das ist großartig, ich mag euch jetzt schon. Ich habe ja sonst nichts drauf, außer Zahnbelag, soll ich noch sagen. Aber schauen wir mal. Genau. Soll ich es euch nochmal aufschreiben? Scheiter, heiter, weiter? Ich bräuchte doch mal jemanden, der mein Mikro hält. Danke. Und hier müsst ihr ganz happy sein. Yay. Einmal möchte ich es noch üben. So gut, was machst du in deinem sonstigen Leben? Habe ich schon Rechtschreibfehler? Nein. Voll gut. Und was müssen wir sagen? Kannst du auch nochmal aufschreiben? Jetzt alle. Wo ist denn der andere Stift? Ach, da. Ich mach den Spickzettel. Moment. Alles improvisiert. War nicht geplant. Und macht ja nichts. Du darfst dir selber einen Spickzettel schreiben. Delegation ist alles, habe ich gelernt. Jetzt alle. Du bist mein Energiefunke und die Diana nämlich auch. Ihr seid meine Energiefunken. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe herausgefunden, im Leben gibt es nur zwei Motivationen. Wie viele? Zwei. Wie viele? Zwei. Richtig. Das eine ist Liebe, das andere ist Angst. Hä? Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich behaupte das einfach. Also, in der Steinzeit ja, gab es 3 Millisekunden, habt ihr unsere Vorfahren haben in 2-3 Millisekunden aus dem Bauch heraus entschieden, Freund oder Feind. Flight or fight. Ja, angreifen oder wegringen, im Zweifel auch fucking or fighting, je nachdem. Und deshalb Angst, ja, ist weg von vermeiden, bloß nicht, oder Liebe, mehr haben wollen, mehr von. Und ich möchte, dass wir mehr Liebe haben auf der Welt und auch mehr Liebe zu Fehlern. Es wird nämlich viel schöner, wenn man mit Liebe Dinge tut. Und das habe ich auch schon als Kind in der Grundschule gelernt. Ich erinnere mich an eine kleine Situation. Ich habe stundenlang irgendwelche Buchstaben ausgemalt, bis dann die Lehrerin mal kam, Leonie, du musst mal anfangen, das Ding auszuschneiden. Und ich sagte, ich bin aber noch gar nicht fertig. Ich hatte nämlich Angst vor der Schere.
Ich hatte Angst, dass ich verkacke, dass ich die Buchstaben abschneide, dass man sie nicht mehr lesen kann, dass ich eine schlechte Note bekomme oder was auch immer. Vor Schlägen hatte ich keine Angst. Ich bin alt genug, dass das bei mir zum Glück nicht mehr Thema war. Aber wer weiß, was meine Eltern zum Beispiel in der Schule auch noch hatten. Gleichzeitig, ungefähr im selben Alter, habe ich mal was gebastelt. Und ich wollte irgendwo rauskommen, dass das, ich weiß nicht, ein Haus oder eine Landschaft wird. Habe total verkackt. Und dann habe ich gedacht, oh ja geil, das bewegt sich jetzt so. Da konnte ich irgendwie so dran ziehen und dann bewegte sich das. Und das war für meine Mama. Und dann habe ich gesagt, das soll so. Bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, Mama, Mama, guck mal, ich habe dir einen Dingsbums gebastelt. Und dann sagt sie, ja, Leonie, danke. Und dann hat sie sich gefreut. Ist ja auch ihr Job, ne? Als Mutter ist es auch ihr Job, das tausendste Kunstwerk aus Liebe zu ihrer Tochter anzunehmen. Oder wie seht ihr das? Ja, ja. Ihr hattet auch alle gute Mütter, das freut mich. Das freut mich wirklich. Genau, und dann die andere Frage, finde ich, was ist Angst? Habt ihr das schon mal beobachtet, was bei euch abgeht, wenn ihr Angst habt? Was denn? Atem, richtig, richtig. Der Atem ändert sich. Was habt ihr noch so beobachtet? Hemmung. Ja, da ist man so, ungefähr so. Manche von euch sehen ungefähr so aus. Andere anders. Genau, die Atmung ändert sich. Es ist kurzatmig. Man ist angespannt. Im Kopf gehen auch manchmal, weiß nicht, beobachtet ihr manchmal, wie ihr so denkt? So dieses, es geht bestimmt schief und wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. Das kann ja nur schief gehen. Das macht Angst mit uns. Aber das Spannende ist, wisst ihr, wann es euch so ähnlich geht? Herzschlag, Atem. Wenn ihr begeistert seid. Beim Sex, genau. Ist ja hier Late Night, ne? Ist ja kein Problem. Und wenn ihr begeistert seid und zwischen Angst und Begeisterung liegt eigentlich nur ein Satz, ich bin aufgeregt. Guckt mal euren Nachbarn an, sagt, das ist schlau. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen von potenziellen Lampenfieber geheilt. Wenn ihr nämlich irgendwann auf irgendeine Bühne wollt mit eurem Thema, dann könnt ihr einfach sagen, ich habe Angst oder, oh Moment, Die komische da bei dem GPN mit diesem Impro, die hat gesagt, ich bin aufgeregt und ach ja, ich bin ja begeistert. Dann strahlt ihr schon ganz anders. Dann strahlt ihr schon ganz anders. Ich finde, das ist ein Stefan, Diana. Wert, Dankeschön. Das ist voll großartig. Ja, normalerweise, oder es gibt viele Themen, hoppla, da kommt mir das Flipchart fast nicht. Also ich habe gehört, ihr seid ja so Hacker. Auch. Und dann habe ich gehört, da will man ja nicht immer, dass was schief geht. Da geht es ja auch um Sicherheit. Also mein Hackwesen und Techie ist so rudimentär. Ich bin ja froh, dass ich als Endbenutzerin meine digitalen Geräte überhaupt benutzen kann. Aber ich habe verstanden, es geht um Sicherheit. Und Sicherheit sieht ja oft so aus, dass es irgendwelche Barrieren sind. Das könnte eine Firewall sein. Oder auch bei so einem Schiff und diese komischen Türen da unten, damit das Wasser nicht so... Ein Shot, genau, was dann die bösen, geldgierigen Gesellschaften irgendwie auflassen, damit sie da mehr Leute durchschleusen und was weiß ich. So ist alles safe, richtig? Aber das Leben ist manchmal ein bisschen anders, habe ich gehört. Da sieht es nämlich aus wie in der Schweiz und ist es einfach so ein Häsi, oder? Dann sind da Löcher drin. Das ist voll verkackt. Also, ich weiß nicht, wie eure Firewalls hier so programmiert aussehen, aber dann sind da Löcher drin. Wolltet ihr das nicht auch schon immer machen? Löcher in Schweizer Käse malen auf der Bühne? On stage quasi. Und live. Hure geil, oder? Ja, das Problem ist, wenn die in der Reihe liegen, dann ist eure Firewall gar nichts wert. Oder das Shot. Oder das was auch immer. Dann geht nämlich das so da durch. Klar soweit? Ihr lacht. Okay, klar soweit. Was jetzt mein Anliegen ist, ist so dieses, bevor es so weit kommt, ja, dass man so da durchgeht, da wäre es doch cool, wenn man zwischendurch mal so einen Störimpuls, Disruption auch genannt, reinbringt und einfach so raushüpft und dann sagt, nochmal. Nochmal.
Ganz genau, und das machen wir jetzt mal alle. Nochmal. Und zwar, ganz genau, nochmal wird jetzt so laufen. Ihr findet ganz schnell einen Partner, Partnerin und geht zu zweit zusammen. 3, 2, 1, go! Ihr steht auf. Ihr stellt euch gegenüber und guckt in die Augen. Bitte alle aufstehen und bitte alle mitmachen. Gibt es noch jemand, der unbepartner, bepartnerin ist? Okay. Ihr macht Folgendes. Aufmerksamkeit zu mir bitte. Ihr zählt abwechselnd auf drei. Genau, das ist voll lustig, sagt ihr hier vorne. Das ist voll lustig. Die Freundin vom Stefan, glaube ich, sagt, das ist voll lustig. Das ist nämlich auch so. Ihr zählt eins, zwei, drei und dann fangt ihr wieder, also immer weiter eins, zwei, drei zählen. Genau, die Querulanten zählen 0, 1, 2, 3, bis ich was anderes sage. Weiter, 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 weiter. Dankeschön. Kurze, stehen bleiben. Alle, die sagen, das war voll verdammt schwierig, sagen, oh. Alle, die sagen, das war voll witzig und leicht, sagen Hui. Okay, mehr Huis als Ohs. Ihr kriegt eine Stufe mehr. Ihr dürft entweder eins sagen oder klatschen. Ihr dürft euch jedes Mal entscheiden und ihr zählt immer weiter. Ihr wechselt immer automatisch ab. Ihr seid ja nur zu zweit und dann, wenn ihr auf drei zählt, das wechselt sich durch. Stefan, Diana. Go. Dankeschön. Stehen bleiben. Alle, die das schon jetzt total, oh mein Gott, wie geht's nur weiter, überfordernd fanden, sagen, oh. Und alle, die es total witzig fanden, sagen, hui. Okay, mehr Huis als Ohs. Großartig. Wir machen das nochmal. Ihr zählt wieder zusammen im Wechsel auf drei. Wichtig, ihr haltet den Flow. Bei eins dürft ihr entweder eins sagen oder klatschen. Bei zwei dürft ihr zwei sagen oder hüpfen. Go! Dankeschön! Stehen bleiben, es geht immer noch weiter, es geht noch kurz weiter. Für alle, die das so anstrengend fanden, sagen, alle, die das witzig und lustig fanden, sagen, hui. Hui, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Stufe 3. Ihr seid klug, ihr könnt das, ihr bekommt jetzt zwei neue Informationen. Wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber diese Stressreaktion hat, dieses so ungefähr, oder ihr selbst, dann ruft ihr nochmal und reißt die Hände nach oben. Habt ihr es verstanden? Nochmal! Du und dein Partner, Partnerin, ihr ruft das. Kümmert euch umeinander, seid nett zueinander, ja? Aus Liebe. Wenn ihr merkt, der andere ist völlig verhakt, nochmal! Und ihr dürft bei der Eins, was war's? Oder die Eins sagen, bei der Zwei, oder die Zwei sagen, und bei der Drei, oder stampfen. Ganz genau, go! Come on.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Für wen war das jetzt schon sehr herausfordernd? Er sagt, Und wer hat da ein bisschen Spaß und fühlt sich im Gehirn durchgelüftet und sagt, hui! Dankeschön, großen Applaus für euch! Stefan, Diana! Ganz genau, das habt ihr gerade gemacht und bewiesen, ihr habt's drauf. Das ist großartig. Das klingt auch sehr verwandt, ja, vielen Dank. Nehme ich mit ins Konzept für nächstes Mal. Genau, was ist jetzt passiert? Ihr habt euer Gehirn gelüftet, ihr habt mehrgleisig gedacht, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn Angst dazu kam, habt ihr einfach gesagt, nochmal. Was habt ihr gesagt? Nochmal. Richtig, ganz genau, ganz genau. Und deshalb sage ich auch gerne, Scheitern ist auch nur Vorwärtsfallen, weil wir haben Kinder das Laufen gelernt. Erstens aus... Genau, aus Liebe. Sie wollten irgendwo hin, wo es was Neues gab. Ja, Krabbeln hat da nicht mehr gereicht. Und wahrscheinlich hatten sie eine liebe Mama und einen lieben Papa hinten dran oder aufmerksame Person, die nebendran stand, wie auch immer, die dann ermutigt hat. Oder Angst. Okay, oder Angst. Für die Pessimisten wahrscheinlich hatte das Kind Angst, musste ganz schnell laufen lernen und aufstehen. Naja. Ich wünsche, dass die meisten ohne Angst laufen gelernt haben. Zumindest glaube ich, dass wir das alle überwiegend getan haben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich aufgegeben. So, das ist so meine Theorie dazu. Warum Scheiterheiter auch wichtig ist, wo er ich das her habe, ist tatsächlich, Sarah hat es gesagt, das Impro-Theater. Mein Mindset daraus ist nämlich, Scheiterheiter weiter, verkacke es, könnte ja klappen, einfach mal machen, warum nicht? Und das, was ihr auch gemacht habt gerade, lasst die andere Person gut aussehen. Wenn ihr nämlich merkt, passiert beim anderen, bei eurem Spielpartner, Partnerin on stage, dann mach was, was die entspannt. Weil so wie ich mich hier vorne fühle oder ihr euch auf euren Lebensbühnen, so fühlt sich das Gegenüber auch. Wenn ich jetzt stehe und Angst vor euch habe, dann habt ihr das auch. Ich kann das gerade nicht so überzeugend nachmachen, weil ich finde es hier so cool. Ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Das ist nicht nur auf meine Kosten. Ja, und auch wichtig, alles ist ein Angebot. Ich versuche ja auch mit euch zu reden. Ne? Alles ist ein Angebot. Alles kann man hier ein bisschen machen. Und da habe ich gedacht, ihr seid großartig. Sarah hat mir ein bisschen erzählt, wie dieses Event hier läuft. Und es ist kuschelig und sie hat flauschig gesagt und es sind ganz viele offene Menschen. Und dann habe ich gedacht, ihr seid so geil, ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Ah, noch eins, scheiße. Ja, genau. Ihr dürft noch mal einmal alle aufstehen, damit ich euch besser kennenlerne. Ich werde euch ein paar Fragen stellen und wenn die Antwort zutrifft, setzt ihr euch hin. Wer kennt mich persönlich? Sehr, sehr gut. Wer spielt professionell Improvisationstheater? Hinsetzen. Wer spielt laienhaft Improvisationstheater? Hinsetzen. Cool. Ist irgendjemand... Naja, schon so Impro-Theatergruppe, schon so echtes, also Bühne. Wer steht sonst aus irgendwelchen Gründen auf irgendwelchen Bühnen? Speaker zum Beispiel. Wer spricht oft vor Teams oder Menschen? Okay, und wer hat jetzt Angst, dass er nicht auf die Bühne darf? Dass er nicht auf die Bühne darf. Okay, ihr seid alle meine grundsätzlich Freiwilligen. Ich wünsche mir einen Mensch mit mir auf die Bühne. Und ich warte so lange, bis hier vorne jemand bei mir ist. Alle, die sitzen aus Gründen, klatschen. Nacheinander. Wir haben Zeit. Wir haben grundsätzlich Zeit.
Ja, ich habe auch extra Nerdringe. Ihr dürft euch jetzt alle wieder setzen. Dankeschön. Ich habe auch extra Nerdringe mit. Ja, die sind sehr cool. Da steht Escape drauf. Und es ist eine Taste. Ja, es ist dieses Löschen, Backspace und Command. Mir fehlt noch Shift. Dann könnte ich nämlich sagen, erst mache ich das Wort ein bisschen kleiner, dann kommt es im Papierkorb oder lösche ich den Papierkorb. Ansonsten Escape, hol mich heraus. Okay, ich bräuchte noch eine Keule für Diana. Und jetzt nochmal ein, hey Stefan, Diana. Ja. Genau, das ist unser Anfeuerungs. Genau. Ich hol dich auf die Bühne. Ich hol dich auf die Bühne. Erst sie. Okay. Und zwar möchte ich dir zeigen, dass Impro nicht wehtut und dass wir das hinkriegen. Okay. Okay. Ein Experiment. Also, darf ich dich anfassen? Ja. Cool. Du bist kalt. Ja, ich bin ein bisschen kalt. Genau. Und zwar möchte ich mit dir ein klein bisschen Impro spielen. Und ich möchte, dass du versuchst, mir zu vertrauen, obwohl du mich eine halbe Stunde höchstens kennst. Okay. Aber es ist ganz einfach. Vertraue deinem Impuls und du darfst nur einen Namen sagen. Wenn ich nämlich nicht Leonie heißen würde, welchen Namen hätte ich dann? Gabriel? wenn du weiblich sein willst, Gabriela. Okay, ich möchte tatsächlich weiblich sein, das fällt mir heute leichter. Das Drag King Experiment kommt wann anders, ist aber schon geplant. Wenn Diana nicht mehr Diana heißen würde, die ihr jetzt auch ja noch vielleicht noch gar nicht so lange kennt, welchen Namen hätte sie dann? Marie. Und zwar werden wir nur, du wirst nur Gabriela sagen zu mir und ich werde nur Marie zu dir sagen. Und zwar nur, wenn es die Situation erfordert. Klar soweit? Klar soweit. Die andere Option, wenn du einen Impuls hast, ein Geräusch zu machen, so oder ha oder huiuiui, was auch immer, darfst du das auch machen. Okay? Okay. Okay. Geh mal hier noch in unser heimliches Back. Ich bereite mich mal vor. Könnt ihr mal kurz was summen, sowas wie We are the Champions, um es ein bisschen anzuhalten? So. Okay, gibt es eine GPN-Hymne, die alle kennen und ich nicht? Dum, oh ja, das. Dum, dum. Alle singen Tetris bitte. Da 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 da. Weiter, weiter. Dankeschön. Und beim Impro ist es auch so. Ihr seht jetzt eine kleine Szene. Ich hätte von dir gern einen Hinweis nach ungefähr 7 Minuten. Spätestens. Ich werde zwischendurch auch Regie machen in diesem. Und Impro geht so los mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Und ihr schickt uns alle Liebe und Energie auf die Bühne. Das probieren wir jetzt einmal aus, dann machen wir es nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, los. Genau, das machen wir jetzt gleich nochmal mit richtig viel Liebe und Energie. Genau, so Herzchen finde ich geil. Also, wir sehen gleich ein Experiment mit Marie und Gabriela in 5, 4, 3, 2, 1, los. Marie? Gabriela? Was ist los, Gabriela? Du darfst nur meinen Namen sagen. Okay. Stefan? Soll ich jetzt vorkommen? Nein, du musst jetzt alle sagen. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie.
Marie, Marie, Marie. Marie. Gabriela. Einen Tag später. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Oh, Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Marie. Gabriela. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Egon. Stefan. Egon. 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 Gabriela. Gabriela. Marie. Egon. Ist wie bei Pokémon, du kannst nur deinen Namen sagen. Du darfst nur deinen Namen sagen. Egon. Marie? Marie. Gabriela, Gabriela, Gabriel. Egon! Einen Tag später. Egon. Gabriela. Marie. Egon. Egon. Ah, Gabriela. Gabriela. Egon. Egon. Ah. Egon. Egon! Marie. Gabriela. Oh, Marie! Gabriela. Marie! 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 Gabriela. Egon! Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Egon. Ah, Egon. Egon. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Gabriela. Marie. Dankeschön.
War das nicht bombastisch, fantastisch? Kriegt mir dafür jetzt mal einen super Heldinnenapplaus? Danke dir fürs Durchleiten. War das dein erstes Mal auf einer sozusagen Improbühne? Ja. Ja, ja, definitiv. Ich habe vorher mal irgendwo auf einer anderen Convention eine Fanfiction vorgelesen, aber da war das. Was auch immer das ist? Genau. Da waren ungefähr 2 Reihen voll oder so irgendwas. Hat sie das nicht großartig gemacht? Und du sollst auch nicht mit leeren Händen gehen. Egon hatte ich nicht eingeplant, aber vielleicht kannst du es mit ihm teilen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Du kriegst ein Drittel eines Baumes mit der guten Schokolade Plan for the Planet. Danke, danke. Was Gutes machen. Sehr gut. Ich werde sie mit Egon teilen. Ja, sorry. Wenn ich Egon wiedererkenne. Ja, wo sitzt Egon denn? Egon, komm auch noch mal nach vorne, bitte. Und jetzt kriegt Egon, der gar nicht Egon heißt, sondern wie? Norwin. Nochmal? Norwin. Norwin kriegt jetzt auch noch mal einen Superheldenapplaus. Nein. Ich kann sie nicht teilen, da ist Plastik drum. Oh nein. Ihr kriegt das hin, ihr kriegt das hin. Es tut mir leid, dass ich dich so überfahren habe, aber das war hier so ein verkackes, das kannst du interaktiver Impro-Vortrag. Hoppla! Passiert, ne? Ja, aber du hast... Ich bin rausgegangen, als du angefangen hast, deshalb... Das darf man nicht machen. Könnt ihr mir alle machen? Aber das macht ja nichts, weil Stefan, Diana... Jetzt alle! Scheiße, heißer, weißer! Nur für dich. Nur für dich. Dankeschön. Danke. Großartigen Applaus. Genau. Ja, das war gar nicht so schlimm, oder? Hattet ihr ein bisschen Spaß beim Zugucken? Oh ja. Oh ja. Großartig. Habt ihr Geschichten gesehen? Ja. Ja. Welche? Ja. Ja. Hoppla. Hoppla. Danke, Egon. Was habt ihr noch gesehen? Angst. Ja, ja, Angst, Angst. Was habt ihr noch gesehen für Gefühle? Wut, ganz genau, als ich euch fast, sorry nochmal. Erste Reihe. Es war nicht geplant, aber der Impuls kam so über mich. Entschuldigung. Enttäuschung, auch das. Auch das haben wir gesehen. Bitte? Versöhnung, ja. Ganz genau. Also irgendwie waren wir jetzt vielleicht bei einem Happy End, man weiß es nicht so genau. Aber es ist nicht fantastisch, was man alles machen kann, wenn man nur 3 Worte sagt und ein paar Geräusche und ein paar Gefühle. Von daher, verkacke es, das kannst du. Ne? Das ist nämlich auch, was machen wir denn jetzt damit? Ja, das ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Ich würde sagen, ihr alle geht raus und improvisiert, weil ihr es könnt. Guckt mal euren Nachbar rechts und links und sagt, recht hat sie. Ganz genau, ganz genau. Das andere ist, was ich euch gerne mitgeben würde, Angst ist eigentlich nur Begeisterung, die sich ein bisschen verkleidet hat. Ja. Das ist witzig. Cool, das ist witzig. Ja, und in Angst steckt ja auch ganz viel Kreativität. Habt ihr euch mal beobachtet, wie kreativ ihr seid, wenn ihr Angst habt und irgendwas vermeiden wollt und irgendwas nicht machen? Ja, 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 ganz genau. Und in Liebe, ja, da steckt Toleranz drin und Verbindung. Das heißt, wenn wir einander mehr aus der Liebe herausgeben, wie es hier auch steht, ja, lebe die Liebe, dann ist man auch viel toleranter, ja, und dann hilft man auch gegenseitig, wenn man nämlich bei 1, 2, wo waren wir, jetzt mit, nochmal! Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid großartig, ihr seid großartig, genau. Und in meinen Vortrag möchte ich tatsächlich schließen mit Scheiter, heiter, weiter, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Oder der Nachbarin oder wie auch immer ihr wollt. Vielen Dank, ihr seid das geilste Publikum, das ich je hatte. Voll gut. Also, Sarah.
Nächstes Jahr, nächste GPN, du reichst bitte wieder was ein. Auch wenn es irgendwie 2 Tage vorher ist. Ja, viel früher okay. War das ja jetzt auch nicht. Ja, es war 2 Tage vorher. Eben. Ja. Hat ja geklappt. Guck mal, wie viele immer noch sitzen. Es sind Leute gegangen. What the fuck? Nein, aber es sind ganz viele geblieben. Das ist ganz wichtig. Eben, ja. Es sind ja ganz viele geblieben, weil ihr seid nämlich geil. Weil Stefan, Diana. Jetzt alle. Scheiter, heiter, weiter. Und ich ahne, wovon ihr heute Nacht träumt. Es geht aber auch anders. Ich gebe euch noch ein Ohrwurm mit. Macht kurz mit. Scheiter, heiter, weiter. Scheiter, heiter, weiter. Scheiter, heiter, weiter. Scheiter, heiter. Spätestens davon träumt ihr heute Nacht. Dank dir. Toll. Super. Irgendwie ganz anders als irgendwie nochmal. Ja, der Linux-Kernel und... Was auch immer dieses Paket, das Paketmanagement, das könnte ja ein bisschen beschleunigt werden. Morgen über 5G und solche Geschichten. Ja. Sie spricht Gromolo. Was? Das ist normal hier. Ja. So sprechen wir alle. Ich bin ein GPN-Alien und ich brauche Unterstützung. Ja. Hui. Cool. Ja, du bist meine Assistenz. Ich komme morgen wieder. Wuhu! Entlassen wir sie? Ja!